Huhu. Juhu. Hallo. Und guten Abend. Schalau. Jetzt begrüßt doch mal die Leute. Oh. Hallo, Leute. Alle Leute, hier ist der erzählte Junge und ich habe heute das Let's Play übernommen. Der HNRW-Boy hat abgedankt. Ja. Ja, so war das. So sieht's aus. Dann guck, wer jetzt steuert. Ich steuere jetzt, so. Wir nehmen jetzt die Lupe und gehen auf diesen fetten Sack da mit dem roten T-Shirt. Jacke. Alle hinsetzen! Und es geht weiter. Inspektor Growski, Inspektor Grobi, wenn ich bitten darf. Na dann, Leuten. Hier ist noch ein Chantat, die sich unser Maskenmeister geleistet hat. Ich sag Ihnen gleich, damit werden sogar Sie Ihre liebe Mühe haben. Liebe Mühe? Okay. Wir werden sehen. Mit ein wenig Glück entschlüsseln wir die Sache genauso schnell wie die anderen Wunder. Aber diesmal ist die Tat eine ungleich schwerwiegendere. Leute, die in einem Feuerball verschwunden sind. Das ist natürlich wahr. Bitte, erzählen Sie mir mehr, Herr Inspektor. Löse das Rätsel. Nichts lieber als das. Der Report ist gleich hier. Also, die ganze Sache ereignete sich Sonntag vor einer Woche. Na, russischer Akzent hat er gekriegt. Richtig. An jenem Morgen fand 13 Bürger Brief auf ihrer Türschwelle. Und ganz sicher kein Liebesbrief. Unterkritzelt vor keine andere als unser unzurechnungsfähiger Freund, der maskierte Spitzbüb. Geschätzter Freund, hiermit lade ich Sie auf eine einmalige Vorführung meines neuesten Wunder ein. Seien Sie zur ersten Mittagsstunde auf dem Gallery Plaza. Natürlich nur, wenn Ihnen Ihr Leben teuer ist. Er hat sogar Zeitungsanzeige geschaltet. Miracle en Rouge, ein avantgardistisches Erlebnis. Miracle Whip. Miracle. Ein Freund des Rampenlichts, kein Zweifel. Ich nehme an, der Andrang war enorm, richtig? Enorm, ja. Bürger und Touristen, Mann und Maus, Hund und Katz, alle waren vertreten. Sei gegrüßt, Montedor. Ich bin der maskierte Gentleman, Initiator dieser Vorführung. Zuerst ein Dankeschön an meine 13 Ehrengäste, jeder persönlich von mir geladen. Die Stimme des Kerls hallte über die Menge, aber keiner konnte ihn sehen. Dafür stand mitten auf dem Platz ein bizarres, rundes Z. Kurz vor 13 Uhr fiel die Plane hinab und gab den Blick auf 13 Leute frei, die auf einer kleinen Bühne standen. Das ist irgendwie sowas wie die Ehrlich Brothers, nur irgendwie komischer. Wie viel Platz, glauben Sie, lag zwischen den Zuschauern und jener Bühne? Oh, Sie können nicht so nah dran gewesen sein, sonst hätte sich jemand verletzt. Denn als seine Uhr schlug... Bam. Wumm. Eine lodernde Feuerball verschlang die Bühne und die Leute gleich mit dazu. Zeuge zufolge erloschen die Inferno äußerst abrupt und alle 13 Leute waren spurlos verschwunden. Völlig spurlos? Exaktamente, Leute. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Das war kein Verbrechen wie die anderen Wunder, sondern eine öffentliche Hinrichtung. Sachte, sachte, wer will denn hier so voreilig sein?
Alle 13 sind nämlich flugs wieder aufgetaucht, unversehrt und sicher im eigenen Häuschen. Aber das ist doch... Unmöglich? Absolut. Unsere Opfer standen ebenso nackt in den Erbsen wie wir. Was denn das? In ihrem Köpfchen konnten sie nur noch hervorkramen, wie sie zum Platz gegangen waren. Konnten sie die Bühne untersuchen? War vielleicht darunter genug Platz, um sich zu verstecken? Keine so gute Idee, das Ding als Versteck zu nutzen. Es ging bis auf die letzte Stoffstück in Flammen, Üff. Ich zermartete mir, ja, den Schädel, glauben Sie mir. Aber die ganze Ermittlung scheint mir aussichtsloser als ein Laster zu stemmen auf Schreckbank. Sind die zuständigen Beamten vielleicht anwesend? Ach. Ja, du warst der. Ich bin doch kein Polizist. Also ja. Ich war das Sebastian. Stelle, ich habe alle Zeugen befragt und die 13 Betroffenen verhört, Professor. Famos, famos. Dürfte ich Sie um einige Antworten behelligen? Der maskierte Gentleman hatte seine Opfer gezielt ausgewählt. Waren diese 13 Leute vielleicht Komplizen von ihm? Miteinander befreundet? Zauberkünstler. Komplizen von ihm? Ich würde eher sagen, miteinander befreundet. Nein, das waren Zauberkünstler. Na. Es waren alles weiße Hasis. Ja. Und dann Schokohasis. Also was jetzt? A, B oder C? Ich würde A. Sicher? Du würdest lieber Freunde nehmen? Der maskierte Gentleman hatte seine Opfer gezielt ausgewählt. Waren diese 13 Leute vielleicht Komplizen von ihm, miteinander befreundet? Na gut, könnte beides hinkommen, jetzt wurde es aus. Naja, aber wenn... Aber es müssten doch Komplizen sein. Nicht? Vielleicht doch. Entscheide, A, B oder C. Oh, immer hängt das an mir. Ja, immer ist übertrieben. Und dann muss ich Selbstmord begehen, wenn ich falsch habe. Ja. Oh nein. Schon wieder den Kopf in den Honig. Ja. Genau, dem armen Bären immer den Honig wegfressen. Oh, geil. Geil. Ach, dann... Übrigens, Freunde, um das auch nochmal klarzustellen. Der liebe Christoph, der heißt nicht Christopher Robin. Also nicht, dass ihr denkt, der Gute hat einen Doppelnamen und heißt Christopher Robin. Das ist scherzhaft, weil... Christopher Robin. Nein, das... Doch. Was? Ja. Das steht auf meinem Ausweis. Ach ja, richtig, genau, das war das Lustige daran. Also vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Er heißt wirklich Christopher Robin. Ach scheiße, stimmt, ja, jetzt wo du sagst, ja klar. Also Christopher Robin kam halt darauf damals, weil Winnie, der Puh-Bär, halt sein menschlicher Freund heißt Christopher Robin. Und immer wenn halt der Puh-Bär dann halt nach Christopher Robin... Ja, Puh-Bär. Naja, und daher kommt das. Also, Christopher Robin. Christopher Robin, welchen Honigtopf möchtest du denn haben? A, B oder C? Ich nehme... Nein, also ich würde wirklich A sagen. Ja, ist das eine Frage oder ist das eine Antwort? Es ist eine Theorie. Ist das ein Arbeitshinweis? Es ist ein Hinweis. Du hast ihn gerade gekauft mit einer Münze. Hinweismünze. Also hört ihr A, B oder C? Ja, frag doch die Leute. Wir machen jetzt einfach einen Stream draus. Ja, genau. Ja. Publikumsjoker. Los. 50-50. Ja. Ich nehme 50-50. Bring, einer ist weg. Ja, jetzt rufe ich nur jemanden an. Und dann frage ich Publikum. A, B oder C? Mach hin. Haben sich die 13 Personen als Komplizen des markierten Gentleman verraten? Das war falsch.
Das war unser erster Verdacht und wir prüften auch jeden einzelnen aufs Allergründlichste. Aber leider konnten wir nichts finden. Die 13 Leute waren alle ehrenwerte, anständige Bürger. Völlig weiße Weste. Bis dahin. Also, das war's nicht. Ah ja. Picarads gibt es nicht. Gott. Also sind sie miteinander befreundet. Waren die 13 Menschen vielleicht miteinander befreundet? Bedauere, aber Moment. Wie mein? Ich bin ganz Ohr. Ich hab schon ein Stehaböhrchen. Das sieht wirklich so aus. Na, alle 13 waren Mitglied im selben Tennisclub. Ah, ja, guck mal wieder an. Was? Das ist mir neu. Erzählen Sie mir von diesem Club Bronto. Ach, viel gibt's da nicht zu sagen. Der Verein ist sehr beliebt und für uns sah das bloß nach Zufall aus. Zufall? Wie sagen Sie Leiten? Leiten? Mitnichten. Ich glaube vielmehr, Ihr Kollege ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Noch eine Frage. Sah irgendeiner der Zeugen die Opfer eintreffen, den Täter selbst, einen doppelten Boden? Sah irgendeiner der Zeugen den Täter einen doppelten Boden? Ja. Also am sinnvollsten würde A machen. Mhm. Weil, wenn die sehen würden, dann... Das ist schon sehr merkwürdig. Also A, B oder C. Also ich würde das schon sehr auf A tendieren. Na, natürlich. Sah irgendwer, wie die 13 Opfer die Bühne oder das Zelt betraten? Fehlanzeige. Es wurde niemand bei Betreten oder Verlassen eines Zeltes beobachtet. Also haben sich unsere 13 Betroffenen, besoffenen habe ich jetzt gelesen, im Zelt aufgestellt, ohne dass sie jemand dabei beobachten konnte. Und das mitten am herrlichen Tag. Allerdings, in diesem Umstand könnte sich die Erklärung für das ganze Mysterium verbergen. Eine letzte Frage, wenn Sie gestatten. Können Sie mir vielleicht mehr über die Bekleidung der 13 Leute erzählen? Aber natürlich, Herr Professor, was möchten Sie denn wissen? Waren die Kleider auf der Bühne teuer und geschmacklos, kokett und freizügig, andere als beim Verhör? Das Letzte, oder? Würde ich auch sagen, alles andere macht keinen Sinn. Kokett und freizügig, oh la la. Ja, ja, natürlich, oioioi. Trug jeder von Ihnen beim Verhör eine andere Kleider als jene, mit denen er auf der Bühne gestanden hatte? Glauben Sie, das ist wichtig? Ah, si, Senor. Würden Sie die Sache schnell für mich überprüfen? Schnell, schnell? Ja. Aber sicher, Herr Professor, ich schaue mir schnell das Foto an. Ein gutes Foto von der Bühne. Husch, husch. Was zum Geier geht in Ihrem Kopf vor, Leuten? Raus mit der Sprache, sind Sie eine Geier? Ah, nur ein kleines Stimmchen, das mir souffliert. Ja, und es geht dabei nicht um Modegeschmack. Herr Professor, woher wussten Sie? Jeder einzelne der Leute trug ganz andere Kleider. Was? Was? Ich bin alle Fotos von jenem Nachmittag durchgegangen. Alle 13 trugen andere Kleider als spät bei Vorher. Und was heißt das mit jetzt? Ich hab's. Tolle Arbeit. Komm an meine Brust, ist die Sache der Post. Hilfe, Polizei! Meinen Sie, Herr Spektor? Die Kleider der Opfer sind auf der Bühne verbrannt
und alle sind splitternackt nach Hause gelaufen. Also hat sie garantiert irgendwer wegen öffentlicher Entblößung angezeigt. Ja, Wodka für alle. Wieso sagt keiner was? Leiten, hören Sie auf zu grinsen und lassen Sie lieber hören, was Sie denken. Ich bin davon überzeugt, dass keines der 13, die 13 Musketiere, Opfer an jenem Tag sein trautes Heim verlassen hat. Was? Gokolores, die ganze Stadt hat sie doch oben auf der Bühne stehen. Wenn ich erläutern darf. Der maskierte Gentleman hatte Briefe an 13 Personen geschickt, in denen er sie aufforderte, zum Platz zu kommen. Stimmt, genau. Dank der Annonce in der Zeitung war die ganze Stadt als Publikum zugegen. Die Opfer waren alle handverlesen, ja. Ich für meinen Teil vermute, dass jeder der 13 nicht bloß ein, sondern zwei Schreiben erhalten hatte. Oh, ein falsches, ein korrektes. Eines, das sie der Polizei zeigen sollten, und ein anderes, welches die tatsächlichen Anweisungen enthielt. Die sogenannten Ehrengäste wurden mitnichten zum Platz geladen. Sie sollten ihm fernbleiben. Aber sie haben doch oben auf der Bühne gestanden. Das war eine Täuschung. Die Personen auf der Bühne waren nichts als filigran gefertigte Puppen. Und was hat das Ganze mit den Kleidern zu tun? Natürlich waren die Puppen genau wie ihre Vorbilder gekleidet. Mit Sachen, die zuvor gestohlen worden waren. Ah, im Tennisclub. Ja, einige der Opfer erwähnten schon, dass man ihnen in letzter Zeit Dinge entwendet hatte. Und während die 13 Personen sicher in der guten Stube saßen, brannten ihre unbelebten Pendants auf dem Platz. Zu jenem Zeitpunkt waren die Leute bereits davon überzeugt, dass unsere Gentleman Wunder zu wirken vermochte. Es bedurfte nur noch einiger weniger psychotechnischer Tricks, um die ganze Täuschung zu perfektionieren. Ist ja allerhand. Professor Layton, Sie haben recht. In der Asservatenkammer und ja, da fand sich ein zusätzlicher Brief. Und so fügt sich alles zusammen. Blim, gelöst. Es ist gelöst. Da-da-da-dum. Sehr beeindruckend, Professor, sehr beeindruckend. Im Falle der Versteinerung wird zwar noch ermittelt, aber... wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, würde ich mich aufrichtig über Ihre Unterstützung freuen. Oder wir die Methoden des Gentleman nun gut kennen, können wir die Sache mit etwas Glück vielleicht selbst lösen. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie und Ihre Leute, Herr Kommissar. Dieser maskierte Schnösel wird uns mit seinen Zirkustricks nicht ins Boxhorn jagen. Ha, selbst reitet, war mit gleich klar, dass es sich bei ganzem Zeug um eine Humbug handelt, nur fauler Zauber, nur denn ich gehe auf Kanoffenjagd. Wenn Sie mich suchen, folgen Sie der Stabrücke. Bah, frei, da vorne. Ich komme. Wow, Special Effect. Herr Inspektor, ich, da war HP 0. Oh, na, dann wollen wir uns besser ebenfalls empfehlen. Ciao. Nochmal vielen Dank für Ihre Hilfe, Professor. Inspektor Grosky und ich werden weiter wegen der Versteinerung ermitteln, wenn er wieder da ist, meine ich. Wir werden Sie kontaktieren, sobald wir größere Fortschritte machen konnten. Bitte tun Sie das. Bis dahin werden wir uns auf eigene Faust umschauen. Die Besprechung ist zu Ende. Vielen Dank. Die Herrschaften, sie können sich wieder ans Ermitteln machen. Da, 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 da. Ja, Freunde, das würde ich sagen, war es für
Die Bänke sind eher spartanisch, hat aber auch was für sich. Sparta. Auf Dauer sind die sicherlich kein Spaß für den Rücken. Bäh, da hat jemand Kaugummi unter die Tischplatte geklebt. Altes Ferkel. Das war Spaß. Es war bestimmt der kleine Christopher Robin. Also, Freunde, dann war es das für Sonntag und dann hoffen wir, morgen startet eine neue Woche, dass wir uns dann alle wiedersehen am Montag, dann pünktlich um 18 Uhr hier bei Professor Layton mit einer kleinen Überraschung in Form eines speziellen Gastes. Also macht es gut, bis dann, NRW bei 18, adieu. Ja, der Christopher ist da nämlich dabei. Tschüss. Und der Robin.